Es ist Weihnachten und ich fahre durch diese gottverlassene Gegend. Was steht da? Kloster St. Wigbert? Hier gibt es ein Kloster? Dann scheint die Gegend ja doch nicht so gottverlassen zu sein. In einem Kloster war ich noch nie. Und es ist ja auch schon spät. Ah, die Kirche. Ich bin ja gespannt, ob um die Zeit hier noch jemand wach ist. Priorat St. Wigberti. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Mein Name ist Heinrich. Sagen Sie bitte, gehört das hier schon zum Kloster Wigberti? Jawohl, das ist unser Gästehaus. Das gehört dazu. Ein Gästehaus. Ja. Könnte ich hier dann auch übernachten? Ja, wenn Sie wollen. Herzlich willkommen. Ja, gern. Treten Sie ein. Ich gehe vorn weg. Dankeschön. Das nenne ich ja wirklich Gastfreundschaft. Das kann ich gar keinem erzählen, dass ich noch nie in einem Kloster war. Und ich habe so viele Fragen. Sind Sie wirklich noch nicht in ein Kloster gewesen? Nein, war ich noch nie. Dann kommen Sie mit und schauen Sie sich um. Dankeschön. Ich kann gar nicht genau sagen, wie ich es mir in einem Kloster vorgestellt habe. Schön ist es hier, diese alte Treppe. Na gut, das hier ist ja auch erstmal das Gästehaus. Aber es sagt zu mir, hey Jürgen, du Atheist, hier könntest du zur Ruhe kommen. Ich hatte bisher völlig falsche Vorstellungen, wie es in einem Kloster aussehen kann. Sogar ein Klavier gibt es hier. Schade, dass ich es nie richtig gelernt habe, ein Instrument zu spielen. Aber so eine kleine Melodie. Kommt es häufiger vor, dass Leute vor der Tür stehen, so wie ich? Das passiert. Es ist natürlich zur Nachtzeit ist es dann schon schwieriger. Und was sind das für Leute, die da herkommen? Ja, ganz verschieden. Es sind Leute, die unterwegs sind, die davon gehört haben. Im Sommer mehr als im Winter. Im Sommer ist ja nun viel mehr Betrieb, weil das am Radweg angebunden ist. Und da übernachten auch viele. Mhm. Aber im Winter, da ist es schon selten. Und die kommen, die möchten da meistens auch hier bleiben, eine Zeit. Was für Leute kommen hier überhaupt her und besuchen Sie hier in Ihrem Gästehaus? Also im Gästehaus sind Leute, die sich vorher anmelden. Und das ist meistens telefonisch oder brieflich. Und dann sagen sie auch schon, was sie sich wünschen, was sie erwarten. Bei vielen ist es die Suche nach Gespräch. Sind die in einer Notsituation? Nicht immer. Manche benutzen es doch einfach zum Entspannen. Mhm. Und einfach mal... Ja, auch sich baumeln lassen, nicht immer Programm haben, auch im Urlaub. Wie weit nehmen die an ihrem Leben teil? Beten sie mit ihnen gemeinsam? Das ist jedem freigelassen. Also wenn einer sagt, ich möchte daran teilnehmen, dann kommen sie und nehmen daran teil. Es gibt auch Menschen, die draußen im Leben, sag ich jetzt mal, scheitern, enttäuscht sind, Kummer haben, Sorgen haben, die dem Leben entfliehen wollen. Solche Menschen können doch auch vor ihrer Tür stehen. Die stehen auch vor der Tür. Aber es gibt einen alten monastischen Grundsatz. Wenn ein Mensch in der Welt nicht kann, kann er es auch nicht im Kloster. Aha. Denn das Kloster ist ja auch nur in der Welt und nicht außer der Welt.
Ja, ja. Ich meine, ich habe auch schon gesehen, dieses Kloster ist nicht von Mauern umgeben und es wird niemand gezwungen, hier zu sein. Nein. Aber ich habe gedacht, dass trotzdem hier einige herkommen, um, ja, was suchen sie hier? Mhm. Die Gemeinschaft, die Ruhe mit sich selbst? Also das gibt es natürlich, weil wir das wissen, haben wir den Status eingeführt, wie viele andere Klöster auch, Kloster auf Zeit. Mhm. Also wir versuchen es mal. Mhm. Damit verklemmt sich das nicht von Anfang an. Die Erwartungen sind nicht so hoch. Und dann sagen sie, ich lebe es einfach mal mit. Ich versuche es. Nach einer bestimmten Zeit, dann sagen einige, ach, ich muss hier auch arbeiten. Also Sie meinen, die erkennen, dass das klösterliche Leben dann auch nichts für sie ist? Nein. Und das ist viel schöner, als wenn man sagen muss, geh, es hat keinen Zweck mit dir. Würden Sie das auch tun? Würden Sie das auch jemandem sagen, von dem Sie merken, dass... Das fällt mir zwar schwer. Die Brüder sagen immer, das müsste ich härter sein. Aber weil ich immer denke, jeder Mensch hat in sich auch die Fähigkeit, dass er sich ändern kann und dass er es immer wieder versucht. Mhm. Geduld. Ah, die Heilige Schrift. Kloster auf Zeit, das kann ich mir vorstellen. Und das ist meine Unterkunft auf Zeit. Einfach, aber gut. Ja, das muss das eigentliche Kloster sein. Das werde ich mir morgen früh genauer ansehen. Der Blick aus meinem Gästezimmer hat mich ja wirklich neugierig gemacht. Jetzt werde ich mir das alles mal etwas aus der Nähe betrachten. Der Pater hat mir gesagt, ich darf mich hier ruhig umschauen. Diese alten Gemäuer haben ja wirklich was Faszinierendes. Und der viele Schnee, der lässt alles etwas ruhiger erscheinen. Fast zu ruhig. 7 Mönche sollen hier leben, der Jüngste ist gerade 23. Pater Franz selbst ist 66. Wo sind die denn alle? Werkstatt. Störe ich Sie, wenn ich ein bisschen zuschaue? Nö, gar nicht. Kein Fall. Ich kann auch mitmachen. Ist das nicht? Was machen Sie, Bruder Thomas? Ich versuche, einen Griff an ein altes Beil, was ich gefunden habe, ranzumachen. Aha. Weil ich finde, das muss man nicht alles immer wegschmeißen oder neu kaufen. Haben Sie Tischler gelernt? Ja, ich bin Tischler. In meinem früheren Leben habe ich Tischler gelernt. Und deswegen mag ich Holz auch ganz gern. Aber ihr habt ja alle einen Beruf, oder? Ja. Ganz verschiedene Berufe. Das ist auch gut so. Da ergänzen wir uns eigentlich ganz gut. Also wir haben aber auch neben den handwerklichen Berufen auch Krankenpfleger hier, Altenpfleger. Das heißt, wenn mal einer krank ist, können wir den auch versorgen. Passt schon ganz gut. Aber wenn man all diese Maschinen hier sieht, dann will man nicht wirklich glauben, dass das alles nur für den Hausgebrauch sein soll. Das ist auch nicht so.
Also die Brüder haben also in den letzten 30 Jahren 28 Kirchen renoviert. Und wir werden da auch angefragt. Und so sind sie eigentlich auch entstanden. Das war der erste Lebensunterhalt der Klosterbrüder. Vor 2 Jahren haben wir die letzte Kirche renoviert. Und wir werden auch weiterhin angefragt. Aber es ist ein bisschen schwierig geworden, weil heute so viele Auflagen einfach auch da sind. Und wir haben einfach auch ganz andere Arbeitsbereiche mittlerweile noch zusätzlich. Welche? Das ist zum Beispiel die Gästearbeit. Wir bekommen sehr viele Besucher. Das ist hier den Unstrut-Radwanderweg, der fährt direkt am Kloster vorbei. Und wenn hier die Leute herkommen und sagen, können wir uns hier ein bisschen aufhalten, werden die dann auch zur Arbeit vergattert? Das können sie, wenn sie hier zu Gast sind, können sie auch ihr täglich Brot mit eigener Arbeit verdienen. Und viele kommen auch einfach ganz neugierig, so wie Sie, und schauen sich das hier an und wollen hier einfach dann noch ein paar Tage zu Gast sein oder ein bisschen verköstigt werden. Aber sie müssten nichts tun. Nein. Das ist freiwillig. Das ist freiwillig. Im Gegensatz zu Ihnen. Das unterscheidet uns sicherlich von vielen anderen Menschen, dass wir ein Offizium haben, ja. Lateinisch Pflicht. Ja. Das heißt, die Verpflichtung zum Gebet, zum täglichen. Ja. Dann auch die Regeln des heiligen Benedikt, versuchen zu leben. Es gelingt nicht immer. Wir sind alle im Werden. Aber das ist eine schöne Sache, weil es dem Tag einen Rahmen gibt. Stundengebete, die Gottesdienste, und das ist ja auch der Grund, warum wir hier sind. Der Leitspruch der Mönche heißt also: Ora et labora, bete und arbeite. Wäre ich ein Mönch, würde ich hier ganz sicher vor allem in der Werkstatt zu finden sein. Und das hier ist der heilige Wigbert. Er sieht mir aus wie Wilhelm Pieck. Missioniert haben sie ja beide irgendwie. Wigbert allerdings deutlich früher. Er war im 8. Jahrhundert ein Gefährte des Bonifatius. Der Legende nach sorgte der heilige Wigbert für Nachschub, als der Messwein alle war. Wigbert griff nach frischen Trauben, presste sie aus, und fertig war der Wein. Nicht schlecht. Unter dem ganzen Schnee hier hätte ich gar keinen Friedhof vermutet. Obwohl, das hier sieht doch nach einer Grabstätte aus. Was steht da? Seine Gattin, eine geborene Wächmer, widmete ihm dieses Denkmal aus Liebe und Hochachtung. Sanft ruhe seine Asche. Wer könnte denn das nur sein? Bach. Das ist bestimmt interessant hier an diesem Stein. Ah, Pater Franz. Sie grübeln bestimmt nach, ob dieser Bach was mit dem Johann Sebastian Bach zu tun hat. Ja, richtig. Das hat er. Und? Wer genau war nun Philipp Christian Bach? Der Großneffe von Johann Sebastian Bach, dem berühmten Musiker und Organisten. Stammt aus Wechmar. Und was haben die hier in Thüringen? Waren die alle in Thüringen? Das ist ein sehr großes Geschlecht gewesen. Der Volksmund sagt, ja, das war kein Bach, es war ein Fluss. So viele Bachs hat es gegeben.
Und der Mann hat viel Gutes getan. Alles klar. So, da wollen wir noch mal ein Stück weitergehen. Ja, gell? Noch was zu zeigen. So, hier sind wir in unserer Marienkapelle. Die haben wir jetzt erst frisch renoviert. Mit viel Freude und viel Spaß und großer Beteiligung der Leute. Und das ist mir eine besondere Ehre, dass ich Ihnen das jetzt hier zeigen kann. Das sind alles selber gemacht. Richtig. Alles aus Spenden. Die Leute haben begriffen, dass das, was ich für mich mache, das ist mir. Das gehört mir auch. Deswegen sagen die meine Kirche, meine Kapelle und nicht die Kirche. Das hier? Das haben wir alles selber gemacht. In der Werkstatt. Ja. Das ist eine Stuckleiste, die ist dann vergoldet worden. Ja. Die Ikone da, wo haben Sie die her? Die habe ich nicht her, die habe ich gemalt, selber gemalt. Also die sieht wirklich fantastisch aus. Sagen Sie, ist das da ein Anbau? Das ist jetzt, eigentlich ist es ein Durchbruch. Aha. Der Anbau ist noch größer, aber wir haben den Durchbruch gemacht, damit mehr Menschen reinpassen. Und dass die Leute sagen, es ist unser Wohnzimmer, es ist gemütlich. Und das hat man zu DDR-Zeiten einfach so genehmigt? Oh, also hier stand eine alte Leichenhalle, die war fix und fertig. Mhm. Da haben wir gesagt, gut, wir machen eine Werterhaltung. Die Werterhaltung wurde unterstützt, die ist gemacht. Und dann wurde an die Werterhaltung ein Anbau gemacht. Und dieser Anbau ist unsere Kapelle geworden. Und die Bürgermeisterin hat sogar uns mit unterstützt und Steine gegeben. Pfiffig musste man sein. Das ist richtig gemütlich hier. Ja, ja, soll es ja auch sein. Es erinnert mich auch an meine Kindheit. Und wie war das bei Ihnen? Kindheit, Glaube? Das habe ich meinem Großvater zu verdanken. Ich bin nie in die Kirche gegangen, weil mein Großvater immer gesagt hat, die Männer bleiben zu Hause, das ist Frauensache. Aha. Aber ich glaube, er hatte nur Angst, in der Öffentlichkeit Emotionen zu zeigen. Mhm. Zwei Söhne von meinem Großvater und mein Vater waren im Krieg geblieben. Mhm. Und ich glaube, er hatte Angst, wenn in der Kirche gebetet wurde, dass er anfängt zu weinen. Mhm. Aber wie mein Großvater wirklich war, kann man aus folgender Geschichte erkennen. Als nach dem Krieg tausende Umsiedler aus den Ostgebieten nach Deutschland kamen, hat mein Großvater drei Familien mit ihren Kindern in seinem Haus aufgenommen. Wenn ich an Weihnachten denke, erinnere ich mich daran, dass mein Großvater das ganze Wohnzimmer voller Leute hatte. Er hat all diese Familien, wenn Heiligabend war, eingeladen und wir haben zusammen die Geburt von Jesus Christus gefeiert. Mhm. Und die Kinder mussten dann Gedichte aufsagen oder ein Lied singen und wir bekamen alle einen großen bunten Teller mit Pfeffernüssen, Schokolade, einer Orange oder einem Apfel. Und dann setzte sich meine Großmutter ans Klavier und wir sangen den ganzen Abend kirchliche oder Weihnachtslieder. Und das sind die schönsten Erinnerungen, die ich an Weihnachten habe. Und jedes Jahr Weihnachten muss ich an diese Geschichten denken. Das waren die schönsten Weihnachten meines Lebens. Also bei mir ist es etwas anders gewesen, aber das ähnelt sich alles. Das liegt ja auch, dass wir da sehr nah nebeneinander liegen in der Zeit der Geburt und des Lebens. Ich habe ja nur meine ganze Familie verloren und bin ins Waisenhaus gekommen und habe Gott sei Dank neue Eltern gefunden. Und die haben sehr, sehr gut mit mir gemeint. Und ich bin neben dem evangelischen Pfarrhaus aufgewachsen. Ich sage Theologiestudenten immer, geht ein Jahr mal in ein Pfarrhaus. Und dann lernt ihr praktische Theologie. Und dann habe ich Orgel gespielt und Klavier. Das war eine sehr schöne Zeit. Weihnachten ohne Instrument gab es bei uns auch nicht. Mhm. Und das ist einfach was Schönes, wenn ein Instrument gespielt wird und alle zusammen sind, miteinander singen. Denn das ist ganz wichtig.
miteinander singen, nicht erst nach dem fünften Bier, sondern auch so miteinander zu singen, das ist ganz wichtig. Ja. Ich habe leider nie gelernt, ein Instrument zu spielen, aber ich glaube, ich konnte als Kind sehr gut singen. Meine Mutter sagte immer, da habe ich mich geschämt, du hast wohl einen Sopran. Und dann habe ich irgendwie, als ich begriff, dass das eine Frauenlage ist, habe ich zu meiner Mutter gesagt, auch wahrscheinlich bedingt durch diesen Großvater, ich habe doch keine Frauenstimme. Ja. Aber ich habe zu Weihnachten immer Laubsägearbeiten gemacht. Und meiner Schwester habe ich eine Krippe oder eine Puppenstube gebaut. Sterne, Pyramiden, sowas habe ich gemacht. Mhm. Und gestrickt. Ich habe als kleiner Junge gestrickt. Mhm. Bei meiner Oma Topflappen und meinem Opa Pulswärmer. Und das wohl Lustigste war, mein Großvater hat sowas nie getragen, sowas fand er alles nicht männlich. Aber die Pulswärmer von Jürgen Bruno Heinrich, die hat er getragen und geliebt. Und meine Oma musste sie ihm entwenden, weil sie sie manchmal waschen musste. Ja. Wenn ich das dürfte, würde ich den Seligpreisungen Jesu noch eine hinzusetzen. Selig sind die Menschen, die bei dem anderen gute Erinnerungen wecken können. Die Erinnerung ist eine ganz große Kraft. Und deshalb sind Erinnerungen so wichtig, die auch zu schaffen. Mhm. Die trägt man ein wie eine Biene den Honig. Und wenn die Zeit kommt, wo es draußen nicht so ist oder im Leben mal nicht so ist, dann zehrt man davon. Zehrt man davon. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja. Schön. Das ist also Werningshausen aus einer Höhe von 38 Metern. Vom Kirchturm aus hat man einen fantastischen Überblick. Keine 700 Einwohner hat das Dorf. Und doch ist es weit über die Kreisgrenze von Sömmerda hinaus bekannt. Vor allem wegen des Klosters. Das Besondere am Kloster Wigberti ist, dass es ein ökumenisches Kloster ist. Das heißt, hier leben Mönche zusammen, die nach den verschiedensten Konfessionen leben. Evangelisch oder römisch-katholisch. Das ist schon beispielhaft. Sie leben zusammen nach den Benediktsregeln. Und doch verschanzen sich die Brüder nicht hinter ihren Klostermauern. Im Gegenteil. Das Kloster ist immer für Besucher offen und die Mönche nehmen am alltäglichen Leben im Dorf teil. Es gibt keine Berührungsängste. Werningshausen ist schon mehr als 1200 Jahre alt. So lange gibt es doch sicher noch keine Mönche. Aber wie lange genau? Das muss mir Pater Franz noch erklären. Man sieht ja, dass das alles saniert ist, aber wie alt ist es wirklich? Na, raten Sie mal. Ja, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert? Oh, welche Ehre für den Erbauer. Nein, das ist, vor der Wende ist es begonnen worden und der letzte Teil ist 2000 vollendet worden. Das ist in der DDR gebaut? Ja, angefangen. Und wir haben uns gewünscht, dass die Baumaterialien Lehm, Stein und Holz sein sollen und dass sie sich den Thüringer Fachwerkstil des Dorfes anpasst. Die Dachfirste sind nicht höher als die auch im Dorf. Mhm. Das heißt, wir sind unter euch, nicht über euch, sondern ganz unter euch. Und deshalb ist das so auch konzipiert worden damals. Also das ist perfekt gelungen. Und haben Sie das alles mit eigenen Mitteln geschafft? Ja, nun waren ja viele von den Brüdern oder sind viele von den Brüdern Handwerker, die also da fleißig mit Hand angelegt haben und die Handwerker des Ortes. Wir haben manchmal hier am Abend so 25 Männer zusammengesessen, Abendbrot gegessen. Die Frauen hatten ein Abendbrot gemacht und das hat für eine Gemeinschaft gesorgt, die bis heute im Dorf erhalten geblieben ist. Das ist sehr wichtig.
Und wer hat die Mittel zur Verfügung gestellt? Ja, das ist in sich ein ganz großes Wunder. Es hat einer, war auf der Suche nach einem Zuhause und war Diplomchemiker in Hamburg und hat in einen Klosterführer gesucht, wo er helfen könnte. Und da ist er plötzlich auf unser Kloster gestoßen und war begeistert. Da stand der Satz, die Brüder leben nach dem Motto, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und ich dachte, da passe ich hin. Und da rief er ihr an, ich sage, wie alt sind Sie? Dann sagt er, 60. Ich sage, das wird nicht. Und da war ein bisschen sauer. So, oh, ich wollte. Ach, das hat mir so leid getan. Ich sage, kommen Sie her, gucken Sie sich das an. Der wollte hier leben? Der wollte am Rand einfach so mitleben. Ja, ja. Ja, und dann habe ich den Gemeindekirchenrat zusammengerufen. Sage, hier ist jemand, können wir denn nicht im Pfarrhaus eine Wohnung geben? Ja, das können wir machen. Dann hat er eine Wohnung bekommen. Und Bruder Martin, dann Wochen danach, Bruder Martin ist ja unser Außenminister. Und der war auf der Bank und kam wieder und sagte, auf unserem Konto ist Geld eingegangen, ich könnte die Nullen gar nicht zählen, weil die so klein waren. Und dann hat er 500.000 überwiesen und hat das da für uns geschenkt. 500.000 Mark? 500.000, ja. Und gibt es hier noch andere Dinge, die von Menschen gespendet wurden? Ja, das ist natürlich eigentlich alles. Die Kirche ist damals aufgebaut worden und das neue Glockengeläut ist ein sechsstimmiges Geläut. Aha. Das ist also auch von den Leuten gespendet worden. Das waren wunderschöne Erlebnisse. Ich habe ja schon mal darauf hingewiesen, dieses gute Erlebnisse schaffen, das ist wichtig für den Menschen, sehr wichtig. Und das war hier auch. Die Orgel ist neu gemacht worden. Die haben die Werningshäuser zusammen mit dem Freundeskreis des Klosters und die Brüder im Kloster 265.000 in 2 Jahren. Fast unvorstellbar. Ja. Und die Gemeinde sind 700 Einwohner. Das, da bin ich. Und den Brüdern habe ich oft gesagt bei Kirchenrenovierungen, ihr habt bestimmt nicht viel verdient bei den Kirchenrenovierungen. Aber der liebe Gott lässt nicht zu, dass ihr mal sagen könnt, wir haben, sind ausgebeutet worden. Da haben wir die 500.000 dafür gekriegt. Pater Franz, wenn Sie sagen, dass das hier ja alles erst kurz vor der Wende gebaut wurde, womit hat, was war denn Ihre Heimstadt? Womit hat das hier angefangen, Ihr klösterliches Leben? Also angefangen hat es viel früher. Und zwar schon 1964 und dann in Hermsdorf, hier am Hermsdorfer Kreuz, in einer Familie. Ich bin damals Kreisjugendwart gewesen und hatte mit jungen Leuten zusammen gearbeitet und auch meinen Dienst getan. Und letztlich war es ein kleiner Bibelkreis. Und da kam der Wunsch nach mehr Brüderlichkeit. Das war so der Urauslöser. Aber da hat man es nicht sehr lange ausgehalten. Wir haben ja sehr aufmerksame Leute gehabt, die Brüder und Schwestern, die uns beobachtet haben. Und wie sind Sie auf diese Gemeinde hier gekommen? Wir konnten uns verschiedene Orte aussuchen, wo man als Baugruppe hätte arbeiten können. Und der traurigste und am meisten zerstörte war hier Werningshausen. Und es hat mir so leid getan. Erstmal die schöne große Kirche und dann hier das ganze Gelände und keine Durchgangsstraße. Ja, Sie sind eine Sackgasse. Hier mitten im Feld. Ja. Und das gefiel mir. Ich dachte, für ein Kloster ist das richtig. Da ist nicht zu viel Turbulenz. Und jedenfalls war es dann so, dass wir hierher gegangen sind und das Kreiskirchenamt hat uns das auch ermöglicht. Und dann sind wir mit riesengroßer Kraft an die Renovierung der Kirche gegangen. Die Leute, war gar nicht in Betrieb mehr, die Kirche? Nein. Da waren riesengroße Stücke von Putz von der Decke gefallen und es war ein trostloser Anblick. Das haben Sie auch erst alles wieder aufgebaut? Ja, das haben wir gemacht. In 9 Monaten war es fertig. Also mit der Kirche hat dann alles angefangen? So ungefähr, mit der Kirche, ja. Und dann kam das Pfarrhaus, das haben Sie dann auch saniert? Dann brauchten wir ja auch ein Domizil und dann haben wir das Pfarrhaus gemacht und das haben wir auch im alten Stil gelassen. Und ja, und dann wurde es auch zu eng. Ja, und dann haben wir gesagt, wir müssen weiter. Aber wie nun? Ja. Und dann kam das mit dem Kloster. Und jetzt ist alles ein harmonisches Ganzes. Wunderschön. Ja, ich will es hoffen.
Sie sagten hier im Klosterleben Protestanten oder Menschen protestantischen Glaubens, katholischen Glaubens. Wie ist das dann mit dem Zwiebeltürmchen? Haben hier auch Orthodoxe Zugang? Ja. Wir haben ja in der Zeit hier im Nachbarort, im Filialort, das hier zu Werningshausen gehört, in Assleben, war ein kleiner Hubschrauberflugplatz. Ja. Der gehört eigentlich zu Weimar. Nora ist der große Flugplatz und hier war auch einer. Und am Abend sind hier die russischen Soldaten hier so rumgegangen, haben Anschluss gesucht. Und privat? Ja, das durften die nicht. Die waren so für sich aus. Und ich will hinter die Kapelle gehen und gucke da. Auf einmal singt das wunderbar. Und ich dachte, entweder sind die himmlischen Herrscher runtergekommen oder fängt hier oben an. So was Schönes. Habe ich vorsichtig die Türen aufgemacht. Da standen 5 Gewehre. Und da habe ich gesagt, nee, die himmlischen Herrscher sind es nicht. Die kommen nicht mit Gewehren. Also müssen die von der Wache irgendwie weggegangen sein. Ja. Und dann haben sie gesungen. Und dann bin ich reingegangen, habe mich mit ihm unterhalten. Und da war es die Ikone, die in der Kapelle hängt. Und da haben sie gesagt, Heimat. Ach. Es war für sie Heimat. Das ist ja eine unfassbar schöne Geschichte. Ja. Und sind die dann öfter gekommen? Die sind öfters gekommen, aber wie gesagt, immer heimlich. Wir haben darüber nie reden können. Und bis wann ging das? Wie lange sind die gekommen? Naja, bis es dann verraten wurde. Sie kamen dann plötzlich nicht mehr. Und dann haben wir angefangen zu forschen, was da passiert sein mag. Und jedenfalls verliert sich das im Dunkel, wer nun wirklich da dahinter gesteckt hat. Und dieses Türmchen da, ist das jetzt ein Andenken an diese russischen Soldaten? Ich glaube noch etwas mehr als ein Andenken. Es ist eine Freundschaft gewachsen. Eine echte, innige Freundschaft. Und ich habe es gelernt. Weiß, was ich jetzt sage. Keine Konfession hat alles. Mhm. Und wenn sie alle voneinander lernen würden, würden wir viel weiterkommen. Denn es ist ein kostbarer Schatz, den jeder für sich hat. Ja. Und wenn jeder nur einen Deckel drauf lässt, hat kein anderer was davon. Und das war so eine Freundschaft, die da entstanden ist. Und ihnen zum Andenken haben wir dann diese Kuppel drauf gesetzt. Ich bin also zum Bischof gefahren und sage, Herr Bischof, es war eine Spitze, ein zisterziensischer Dachreiter war gedacht. Und dann bin ich zum Bischof und sage, Herr Bischof, können wir die Spitze nicht ein bisschen drücken, dass ihr das so im Bauch kriegt? Und da lachte er, warum? Und da habe ich das von den Soldaten erzählt. Und er sagt, wissen Sie was, Bruder Schwarz, machen Sie das. So eine gesetzlose Zeit kriegen wir nie wieder. Hat er recht gehabt. Und da ist diese wunderschöne Kuppel. Und vom Bruder Martin, der Bruder, der hat in Russland gearbeitet. Der hat diese Kuppel also gefertigt. Die ist hier unten aufgebaut worden mit Gebet, wie es in der orthodoxen Kirche so ist. Und jedes Teil zur Ehre der Handwerker, nicht mit einem Kran, hochgebracht worden. Und dann ist es angebracht worden. Und die Gottesmutter hier vorne davor, das Bildnis von der Gottesmutter, ist ein Geschenk des orthodoxen Bischofs von Prag. Es war ein Bruder aus seinem Bereich, war hier mit im Kloster. Und er hat gesagt, ein Versöhnungszeichen soll auch noch aus Böhmen mit hier sein. Und dadurch ist dieses schöne Bild da unten noch mit dran. In einem Kloster habe ich mir aber größer vorgestellt. Also für uns reicht es. Wir sind ja kein großer Konvent. Manchmal wünschen wir uns eine größere Herdplatte, wenn wir größere Töpfe draufstellen. Aber wir sind zufrieden. Ein bisschen improvisieren gehört immer mit dazu. Was wird das? Das werden Beetmännchen, Marzipankugeln mit Mandeln. Das ist ein Beetmännchen? Beetmännchen. Der Beetmann war ein Banker aus Frankfurt und ich komme aus Frankfurt. Und dann mache ich auch mal gerne eine Frankfurter Spezialität. Dann mache ich mal mit. Da können Sie gerne mitmachen.
Der Teig ist in der Schüssel. Da geben Sie mir einfach so ein kleines walnussgroßes Stück und das wollen wir dann immer in Kugeln und muss dann aufs Blech. Ich weiß nicht, also ist das zu viel? Kalorienbomben sind das eigentlich. Aber das kann ja auch mal sein. Ist das etwas Besonderes, die Betmännchen für die Weihnachtszeit? Es ist für die Weihnachtszeit sicherlich ein Weihnachtsgebäck. Also es ist, man kann es in Frankfurt ganzjährig kaufen, wie die Mozartkugeln, aber hier kennen wir es eigentlich nur als Weihnachtsgebäck. Kochen Sie Weihnachten auch? Ja, haben mal so, gibt Ente und Gans und Braten. Also wir lassen es uns auf Weihnachten auch richtig gut gehen. Ach so, so üppig? Die Fastenzeit ist jetzt vorbei und das war auch lang genug. Aha. Und wer kocht hier alles? Nur Sie oder? Es gibt einige Brüder, die sich's zutrauen. Also es ist vielleicht ganz gut, wenn es nicht alle machen müssen. Denn beim Kochen geht ja auch ein bisschen so durch die Liebe durch den Magen. Und wenn, da würden nicht alle auf ihre Kosten kommen. Ja, man kann sich jetzt mit den Brüdern leicht verscherzen, wenn das Essen nicht so gut schmeckt. Das ist, glaube ich, wie überall. Und, ja, und dann kocht halt jeder so ein bisschen die sich zutrauen, was sie halt auch können. Das heißt also, es ist auch regional geprägt dann. Je nachdem, woher der Bruder kommt, kocht er das, was er am besten kennt. Genau. Aha. Also wir haben einen Niedersachsen hier und der kocht dann auch gerne mal viel Grünkohl. Aha. Und Pinkel heißt das, glaube ich. Ja, Grünkohl mit Pinkel. Ja, genau. Oh. Und dann gibt es eben den, ich habe es mal mit Handkäse und Musik probiert, aber nur einmal. Das kam nicht so gut an. Und dann bleiben wir doch dann wieder bei anderen Sachen. Aber das kann jeder so ein bisschen auch machen, wie er will. Und dadurch haben wir eine große Vielfalt eigentlich auch. Und die mummelt man so zwischendurch weg? Kommen die auf den Weihnachtsteller? Die verteilen wir dann schon. Mhm. Also, und das ist eigentlich auch mal schön jetzt so nach der ganzen Zeit. Es war die Fastenzeit ein bisschen ruhiger. Und dann ist es auch fleischloses Essen. Wie lange geht die Fastenzeit? Die Fastenzeit ist immer nach einer biblischen Zahl, 40 Tage. Das ist wie vor Ostern. 40? 40 Tage. Jesus ging 40 Tage in die Wüste, um zu beten und zu fasten. Und wenn Sie das zurückrechnen von Weihnachten? Alles klar. Ich habe gedacht, 4 Wochen. 40 Tage. Das sind 40 Tage. Also es ist im Advent, in der Adventsfastenzeit sind eigentlich nur noch 4 Sonntage übrig geblieben. Eigentlich waren es mal 6. Aber wenn Sie 40 Tage zurückrechnen, landen Sie ungefähr bei welchem Tag? Ja, irgendwie Mitte November. Heiligen Martin. Ach. Die Martinsgans war das letzte sogenannte Völleressen. Da hat man sich noch mal richtig satt gegessen, bevor es dann in die Fastenzeit ging. Da kam das nächste Ding mit Flügeln, genau. Weihnachtsgans. Und das ist jetzt vorbei und die nächste Fastenzeit erwartet uns dann vor Ostern. 40 Tage vor Ostern, am Aschermittwoch ist alles vorbei, wird ja mal gesungen. Und damit beginnt dann dort auch die Fastenzeit. Und das wären die letzten Murmeln. Aber Fasten bedeutet ja nicht nur Fasten mit dem Essen. Fasten bedeutet also nicht nur eine reine Entschlackungskur oder irgendwie sowas. Und darum geht es eigentlich auch nicht. Dass wie entschlackt der Kopf? Der Kopf entschlackt, indem man sich in dieser Zeit einfach auch ein bisschen so vornimmt. Diverse Dinge, die einem sonst so ein bisschen in der Alltagshektik verloren geht, indem man sich bestimmte Dinge vornimmt, indem man sich einfach konzentriert auf das, was kommt, auf das Weihnachtsfest und dann sagt, ich nehme mir mal Zeit für andere Menschen. Ich tue einfach auch mal Leuten was Gutes, mit denen ich vielleicht sonst nicht so kann. Das ist eine Übung. Eine Übung der Umkehr und der Buße ein bisschen. Und eben das. Der Selbstüberwindung also auch? Es ist auch Selbstüberwindung also dabei, das ist richtig. Wenn ich mich mit jemandem wieder abgeben sollte, den ich nicht so mag, müsste ich mich schon überwinden. Weil was dazu geführt hat, dass ich mich mit jemandem nicht abgebe, hat ja eine Barriere aufgebaut. Das ist richtig, aber meistens ist es ja dann hinterher so, wenn es geklappt hat, ja eigentlich auch ein schönes Erfolgserlebnis. Das stimmt. Und da muss man sich manchmal überwinden und so ist das. Jetzt kleben mir die Hände und ich brauche noch. Ist noch Teig da? Nein. Was? Oder? Das ist aber wenig. Ja, doch, das kann man noch ein bisschen zusammenkratzen. Ich hätte das vielleicht weggeworfen, aber ihr macht daraus noch 2 Kügelchen. Genau. Okay. Thank you.
Weihnachten im Kloster? Machen sich die Brüder da gegenseitig Geschenke? Gibt es da eine Bescherung? Also ich würde sagen, Bescherung nein, aber Geschenke schon. Weil wir zu Weihnachten oder besonders am Heiligabend viel unterwegs sind mit Gottesdiensten. Ja. Und da sind wir nie alle zusammen. Und wir haben ein gemeinsames Abendessen, wo wir uns alle zusammensetzen. Und das ist sehr schön. Aber sonst ist das nicht. Es wird nur das Notwendigste, was man braucht, geschenkt. Trotzdem wird sich die Art des Sich-Beschenkens von den Bescherungen außerhalb des Klosters doch gewaltig unterscheiden, oder? Ja, das ist natürlich klar. Es gibt ja auch Geschenke, die gemacht werden durch das schlechte Gewissen. Ja. Ich habe ein ganzes Jahr niemanden Freude gemacht und kein Geschenk. Dann glaube ich, mit dem größten Geschenk könnte ich das tilgen. Das geht nicht. Aber kleine Geschenke, richtig sinnvoll eingesetzt, die haben große Wirkung. Ich kann mich auch erinnern, dass Omas oder Großeltern im Allgemeinen sich gerne dadurch hervortun, indem sie meinen, sie müssten dem Enkel dann mehr schenken als der andere. Da geht es dann eigentlich gar nicht so sehr mehr um den Enkel. Das ist eine falsche Konkurrenz. Ja. Das Beste, was man einem Menschen schenken kann, ist die Zeit. Ich kann mich aber erinnern, dass ich, wenn man das ein Versagen nennen darf, auch mal etwas falsch gemacht habe, als ich mit meiner Familie aus der DDR ausgebürgert wurde. Waren natürlich unsere Kinder, die am meisten darunter gelitten haben. Sie haben die DDR verlassen oder den Ostteil Berlins, als Ferien waren. Die konnten sich gar nicht von ihren Freunden verabschieden. Und meine Frau und ich hatten ein wirklich schlechtes Gewissen, vor allen Dingen gegenüber unserem Sohn. Und zu Weihnachten war ich sozusagen beide Großeltern. Ich habe dem eine elektrische Eisenbahn und das und das und das. Viel zu viel. Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Ja, ja, genau. Und wollte mit dem schlechten Gewissen oder glaubte mit dieser Art dieser Fülle von Geschenken mein schlechtes Gewissen beruhigen zu können. Ja. Mein Vater war ja Schlossermeister. Und der hat sich hingestellt in der Vorweihnachtszeit und hat aus Blechbüchsen eine Eisenbahn selber gebastelt. Und die habe ich geliebt. Die fuhr zwar nur im Kreis, aber ich habe sie geliebt. Die war mit Liebe gemacht. Und solche Geschenke sind wertvoll. Die bleiben das ganze Leben auch in guter Erinnerung. Gehört Fernsehen zu alltäglichen Dingen, die man im Kloster tut? Ja, wir haben uns angewöhnt, es gemeinsam zu machen. Das ist natürlich interessant, wenn Fußball ist. Aha. Dann schreit die eine für die Mannschaft, die andere für die anderen, das ist ja nicht so gut. Dann haben sie dann beim Gästen drüben im Fernsehen, dann geht die andere Front dort, die anderen bleiben da. Aber sonst ist miteinander, weil wir sagen, ein Film ist eine Reflexion oder ein Versuch einer Reflexion eines Stück Lebens. Das soll man nicht an sich vorbeirauschen lassen, sondern darüber soll man reden. Ja. Und ich denke, oftmals die Kinder, die vielen Kinder, sind so alleingelassen, sie können nicht mehr reflektieren, was auf sie einstürmt. Und dann fährt eigenes Gespräch. Und so kann man abends noch zusammensetzen, sich dann darüber unterhalten. Also Gesellschaft und Gemeinschaft ist sehr wichtig. Wie ist das mit der Privatsphäre im Kloster? Das ist so, also wenn wir jetzt durch die Klausur gehen würden, selbst ich gehe in kein Zimmer, ohne anzuklopfen. Erst wenn hereingesagt wird, kann ich reingehen. Aber es hat jeder ein eigenes Zimmer? Hat jeder sein eigenes Zimmer. Aha. Und das sagen sie auch, dass das ein Zeichen ist, das Respekt auch vor der Person. Also ich weiß nicht, was derjenige macht oder tut, aber es gehört sich einfach zu warten, bis jemand sagt, herein. Ja. Und es darf sich auch jeder in seine eigenen Räume zurückziehen, wenn er das Bedürfnis hat? Ja, es gibt sogar Zeiten am Tag, die vorgeschrieben sind, wo er ein Recht drauf hat, zum Beispiel nach dem Mittagessen, kann er sich zurückziehen. Mhm. Das ist meistens eine gute Stunde. Oftmals nehmen sie die Zeit auch zu Briefe schreiben und sowas für persönliche Dinge. Habt ihr außer, dass ihr festgelegt habt, dass mit dem Morgengebet der Tag beginnt, auch abends eine Fixzeit? Eigentlich schon.
Also der Morgen beginnt ja mit Schweigen. Mhm. Wir reden am Morgen nicht. Das Erste, was gesprochen wird, ist: Herr, tue meine Lippen auf. Mhm. Also es geht um den Lobpreis und danach wird geredet. Aber es ist ruhig, ist Verhalten noch. Die Natur des Menschen ist, es gibt ja welche, die können früh munter werden und reden wie im Wasserfall. Aber es gibt welche, die brauchen die Ruhe, um zu ihrer Seele zu sortieren und was alles dazu gehört. Und meistens nach dem Frühstück, dann wird dann gesprochen. Und schließt ihr den Tag auch mit einem gemeinsamen Gebet ab? Ja, das ist die Komplett. Die beten wird, als das komplett wird abgeschlossen, das Letzte. Alles klar. Und, aber da haben wir noch nicht Schluss. Wir haben vorgeschrieben, dass man also 22.30 Uhr soll Ruhe sein. Also Ruhe, das heißt noch nicht Bettruhe, aber Ruhe sein. Alles klar. Ich kann ja den anderen stören, der früher ins Bett will und Ruhe haben will. Das soll nicht sein. Da muss schon viel Rücksicht genommen werden. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Eine gute Nacht und ein seliges Ende gewähre euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Ad eclamamus exules filii Deve, ad suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra. Die Mönche beten die Komplett, das Nachtgebet. Mit diesem vierten Gebet wird der Tag beendet. Da möchte ich nicht länger stören. Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. Der Heilige Geist. Vor dem hatte ich als kleiner Junge eine furchtbare Angst. Ich bin früh morgens oft aufgewacht, weil meine Oma und meine Tante mit ihm redeten. Sie flehten ihn an, zu uns zu kommen, aber ich konnte nicht verstehen, was er bei uns sollte. Manchmal schreckte ich schweißnass aus dem Schlaf hoch, weil ich befürchtete, er steht schon neben meinem Bett. Jahre später erklärte mir ein befreundeter Pfarrer: Der Heilige Geist? Das ist die gute Stimmung in deinem Haus, Jürgen. Die Atmosphäre. Wenn man den Heiligen Geist in sein Haus lässt, dann lässt man den Frieden in sein Haus. Leise senkt die Nacht sich nieder und mein Heiland ist geboren. Zu den Menschen kehrt der Frieden, den sich Gott hat auserkoren. Ich will nun begrüßen und ihm sagen Lob und Dank. Ich will Jesus nun begrüßen und ihm sagen Lob und Dank. So, das ist hier unsere Kirche, benannt nach dem heiligen Wigbert, der Begleiter des heiligen Bonifatius war und hier im 9. Jahrhundert sehr, sehr gewirkt hat, 8. und 9. Jahrhundert. Und die haben die 1200-Jahr-Feier schon unseres Ortes gefeiert und natürlich auch das Jubiläum der Kirche. Weihnachten und Kirche gehört zusammen, oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist zwar nicht das älteste kirchliche Fest, aber es ist das höchste kirchliche Fest geworden. Ich kann sogar verstehen, warum.
Die Natur wird in die Kirche geholt. Und alle Feste, wo wir die Natur in die Kirche holen, sind auch die Menschen da. Das Erntedankfest, das Weihnachtsfest. Und dann denke ich, das ist, hat was mit dem Glauben zu tun. So nah gehört Natur, Mensch und Glaube zusammen. Aber was macht Weihnachten mit den Menschen? Es kommen ja auch weniger gläubige Weihnachten in die Kirche. Also ich denke, fertig im Glauben ist niemand. Und dadurch bin auch ich einer im Werden. Ja, ich finde das ja gut, wenn Menschen glauben, egal welches Alter sie erreicht haben, dass sie noch nicht fertig sind, dass sie noch was dazulernen können. Eben, genau. Nimmt die Zahl derer, die wieder in die Kirche gekommen sind, zu? Also ich meine, oder hat sie zugenommen in den letzten 20 Jahren? Im Allgemeinen sehe ich eine große Gleichgültigkeit. Wir haben sie erlebt in der DDR zum Beispiel. Da kam an die Stelle Gottes die Ideologie. Alles klar, ja. Und wenn Sie die Umzüge in Berlin miterlebt haben, da habe ich immer gedacht, ich bin bei der russisch-orthodoxen Kirche in Moskau, wenn sie ihre Ikonen vorne wegtragen. Genauso, das war so parallel. Und das hat aber auch nicht ausgehalten. Weil Sie ja selber Götter sein wollten. Ebenso ist es. Ebenso ist es. Ich erinnere mich da an eine sehr schöne Sache. Unserem Pfarrer hatte man geärgert und hat ihn in der Kirche die FDJ-Fahne ans Pult gehängt, an die Kanzel. Und dann kam der Kirchendiener und sagte, der Pfarrer in der Kirche hängt die FDJ-Fahne. Und da hat er gesagt, hängen lassen. Was? Am Sonntag war die Kirche brechend voll. Und sagte, das gibt's doch nicht. Und hat zur Gemeinde gesagt, liebe Gemeinde, es ist doch nicht etwa Heiligabend, dass ihr heute alle da seid. Da haben die gelacht. Und ich möchte über den mir verordneten Predigtext predigen, über die Buchstaben F, D und J, und das heißt Frieden durch Jesus. Und das vermisse ich heute. Wissen Sie, die Waffen des Geistes gebrauchen, nicht gehässig werden, aber die Waffen des Geistes gebrauchen. Ja. Pater Franz, ich danke Ihnen für Ihre Gastfreundschaft, dass ich Zeit mit Ihnen verbringen durfte. Ich danke Ihnen auch, es war eine schöne Zeit miteinander, zumal ja das Wort Danken im Deutschen von Denken kommt. Und Menschen, die sich Gedanken machen, die können auch danken. Jetzt habe ich noch eine Bitte. Ja. Würden Sie sich für mich noch mal an die Orgel setzen und etwas spielen? Ich will es versuchen. Gut. Pater Franz wird sich von mir auf ganz besondere Weise verabschieden. Ein Abschied ist auch ein Neubeginn. Auf Wiedersehen, Kloster Wigberti. Auf Wiedersehen, Pater Franz. Ich war gern zu Gast in eurem Kloster.